Ja, gestern haben wir die Stütze komplett zusammengebaut und hinten den Tragseilanker, Totmalanker vorbereitet. Und heute haben wir schon den Seilkran aufgestellt auf der anderen Seite und bereits das Hilfsseil und das Rückholseil runter bis ins Loch gezogen. Was ist jetzt das rote Seil? Ist jetzt was? Das rote Seil ist das Montageseil. Also das ist ein Hilfsseil zur Montage. Das zieht also das größere Seil danach? Das zieht dann das nächstgrößere Seil bis an den Anker. Ja. Und das größere Seil wird nachher später das Endseil für die Brücke? Das größere Seil, mit dem ziehen wir dann schlussendlich das Tragseil vom Seilkran. Und da oben habt ihr jetzt mit dem Bagger einen Anker gesetzt? Da haben wir den Tragseilanker, den haben wir gestern schon eingegraben. Und da wird dann das Tragseil geankert. Auf der Mörsdorfer Seite, was wird im Moment da gearbeitet jetzt? Was sind die am Machen? Ja, der hat gerade die Laufkatze abgeladen noch und die kommen dann jetzt rüber und wir machen hier dann weiter die Totmalanker für die Stütze. Das ist für die Abspannung, für die Seile, für die Helfseilbahn? Ja, das heißt, man bei uns tut man Anker. Wenn man keine Bäume hat, muss man ein Loch graben, ungefähr 1,50 Meter bis 2 Meter tief. Und dann machen wir ein Stück Stamm rein, wo wir festmachen mit Seilen. Und da können wir dann unsere Seile spannen da dran. Wir kommen auf diese Seite, wie viele werden da gegraben, wie viele Löcher? Auf dieser Seite jetzt haben wir drei Löcher. Einmal Tragseil für Tragseilanker. Und zweimal für die Abspannung von unserer Metallstütze. Und drüben, wie viele kommen dahin? Drüben kriegen wir dreimal drei Totmalanker für das Seilkran abspannen und einmal für unsere Wiesenwinde. Ja. Mit der Stütze, das kriegen wir heute fertig und dann konzentrieren wir uns drüben wieder auf den Seilkran. Wir müssen den Seilkran dann erst abspannen, da müssen wir auch Totmalanker graben. Und also mit diesen Sachen sind wir heute auf alle Fälle beschäftigt. Wie viele Befestigungspunkte werden dann hier angelegt? Es werden nach hinten vier Ankerseile nach hinten.
Wie werden die Seile festgemacht? An den Bäumen jetzt? Oder? Man hat hier nur auf einer Seite Möglichkeit an einem Baum festmachen, einen Anker an einem Baum festmachen. Den Rest müssen wir Totmannanker machen. Wie weit ist die Abspannung? Wie viele Meter sind das bis da zum Schluss? Das werden circa an die 80 Meter, schätze ich mal, sein bis zum Anker.